Und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 1. Jetzt begeben wir uns durch die Tür, würde ich etwas Angst haben, um ehrlich zu sein. Zwar befinden sich hier. Nein, als wäre es nicht schon genug. Nicht nur ein. Okay. Verstanden. Ist schon gefährlich, weil der Gang eben richtig schmal ist und keine Ahnung. Da ist es relativ einfach für die Hunter, einen Sprungangriff zu one-shotten. Wie man es schon hört, kommt schon wieder einer. Ah, das war knapp. Jetzt müssen wir schnell in diesen Aufenthaltsraum oder wie auch immer. Ja, Hallöchen, ne? Was hast du denn für uns? Ja, wie gehen wir da jetzt am besten vor? Einmal schießen, hoffen, dass er zu Boden fällt? Oder rastet komplett aus? Okay. Lauf, 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 lauf! Oder in der Ecke steht noch einer. Eieieiei, das war knapp. Schnell zur Kiste. Die Modus, die verstauen wir mal schnell. Dafür nehmen wir uns hier ein paar Mixed Herbs. Batterie, die packen wir am besten auch mal rein. Haben wir hier oben hin. Sonst. Nehmen wir lieber noch ein bisschen Leben mit. Diese Heilung. Im Notfall der Fälle. Sehr schön nachladen mit. Und weiter geht's. Jetzt versuchen wir die Treppe darauf zu kommen. Ohne dass uns ein hässlicher Hunter irgendwie auf die Pelle rückt. Gut, das war jetzt nicht sonderlich schwer. Hat funktioniert. 5. Ja, und als wäre es hier anders. Lass mich rein. Auf, auf, auf. Gehen wir in diese Tür. Da befindet sich jetzt wieder ein kleines Rätsel. Schieben wir diese Leiter. Ja, da ist etwas. Das werden wir gleich aufnehmen. Schieben wir die Leiter hin. So, holen uns da drüben. Erstmal den Shotgun-Schuss. Gerne, Dankeschön. Ist nothing useful, da liegt da noch was. Wirklich, Chris. Nochmal mehr Magnum Rounds. Jetzt knipsen wir das Licht aus. Hier da. Im Kopf des Elchs, da blinkt was Rotes. Na, nimm's auf. Will you try and take out the evil? Ja, nehmen wir gerne. Das ist jetzt hier der rote Rubin. Wir haben ja ganz am Anfang, haben wir schon blauen bekommen. Diesen komischen Tigerkopf da eingesetzt. Jetzt haben wir uns den roten geholt. Dem machen wir uns jetzt auf zum Tigerkopf. Der befindet sich eine Etage tiefer. Hallo. Wie geht's dir?
Mein Gott. Sehr schön. Hier beim Tiger. Fügen das rote Steinchen ein. Dann dreht er sich. Das gibt er uns. Oh, sieht das sehr gut aus. Cold Python. Das ist der Revolver. Die stärkste Waffe im Spiel sozusagen für Chris. Jill hat statt dem Revolver hat die Granatenwerfer mit verschiedenen Munitionstypen wie Feuer, Säure und Explosion. Vorzüge allerdings den Revolver. Ja, okay. Sieht nicht wirklich sonderlich aus. Jetzt begeben wir uns da in diesen komischen Flur, wo diese zwei Gorillas auf uns warten. Ich hoffe, wir schaffen es. Ja, scheiße, wo bin ich eigentlich lang? Hier gibt es keine Gegner zu bekommen. So, wir haben uns jetzt die Batterie geholt, beziehungsweise die Batterie gefunden. Jetzt werden wir draußen den zweiten Aufzug zum Laufen bekommen. Oh, mal schauen, was der uns sozusagen freischalten wird. Okay, erstmal gucken, dass wir bis dahin überleben. Leben ist, ne? Gelb sollte passen. Bessere Waffe haben wir jetzt auch. Der Wollinger mit einem Schuss war down. Kommt wohl noch einer um die Ecke. Warten wir lieber nicht, dass wir um die Ecke laufen und der springt uns an. Der süße kleine grüne Affe. Na komm, ja, wo bist du denn, ne? Hallo. Na, der hat es jetzt überlebt. Deswegen werde ich jetzt zur Shotgun wechseln. Einen Schuss damit aufwenden. So, da steht auch noch einer hinter der Tür. Entweder wir gehen dadurch. Na, warte mal. Diese Tür gegangen. Ich dachte, hier wäre jetzt Rebecca. Ich dachte, hier gäbe es jetzt nochmal irgendeine Zwischensequenz oder sowas. Huste, komm schnell weg. Was? Sind hier aus der Tür gekommen und den interessiert es gar nicht. Naja. Kann mir recht sein. Laden wir erstmal das Schmuckstück nach. Leben brauchen wir noch nicht unbedingt nehmen. Wir werden jetzt da unten wieder in diesen Aufenthalts- oder weiß was ich, was wie man diesen Raum nennt, Safety Room gehen. Und ein paar Gegenstände tauschen. Und zwar, wie machen wir das? Diesen Schlüssel. Ich bin gerade am überlegen, wieso haben wir den überhaupt noch? Habe ich irgendwie. Ach genau, dieses eine rote Buch, das muss ich noch mitnehmen. In diesem einen Raum habe ich noch vergessen. Aber sonst benötigen wir den eigentlich nicht mehr. Wir brauchen die Drehkurbel. Die Drehkurbel brauchen wir. Shotgun, oh, bin ich mir echt unschlüssig. Oh, ich mach's jetzt mal ganz komisch. Und nehmen jetzt nur die Beretta und den Revolver mit. Das Leben könnten wir eh gleich aufwenden. Okay, Platz brauchen wir noch für das Buch, das wir eigentlich schnell schnabulieren sollten. Die Batterie, ja gut. Müssen wir jetzt erst kurz das Buch holen. Kurz ist gut. Das dürfte jetzt eigentlich nicht zwei Räume weiter sein. Wir warten uns hier jetzt nicht irgendwelche Überraschungen, weil eigentlich. Ne, ich höre nichts. Oh, okay, da steht auch.
Oh, ich hab die Tür nicht aufgemacht. Ich doofi. Jetzt weiß ich, wozu ich den Schlüssel brauche. Jetzt weiß ich's. Kiste auf. Schlüssel raus. Nee, das war nicht der Arm, okay, das war der Menschenkey, glaube ich, ja. Das Leben, komm, das fressen wir einfach mal. Weiter geht's. Mann, das war echt die letzte Tür. Eieieiei. Ja, hätten wir das Buch jetzt auch trotzdem gleich mitnehmen können. Also, ja, ich meine nicht das Buch, sondern eben, wir waren hier noch gar nicht drin. Haben das Buch gar nicht gesehen. Jedenfalls liegt hier ein rotes Buch, das wir benötigen. Im Schreibtisch liegt ebenfalls noch was. Das war schön viel Schuss für unsere kleine Magnum. So. Bei diesem Buch muss man auch erstmal drauf kommen. Das muss man inspizieren sozusagen. Führt es zu den Seiten hin und öffnet es. Und darin befindet sich eine Medaille. Und zwar ist die des Adlers. Nehmen wir mit. Packen wir mal. Gehen wir raus. Jetzt müssen wir doch nochmal kurz zurück zur Kiste. Die Batterie. Ja, immer diese Laufarbeit. Anstrengend. Kiste auf, Medaille rein. Batterieski, wo bist du? Nö, 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 da. Die nehmen wir mit. Gehen wir wieder raus in den Garten, um den Aufzug hier mit Strom zu versorgen, damit er wieder funktioniert. Oh, hey, hier ist auch noch mehr. Juhu, ein Schuss. Das hat ihm gelangt. Die anderen Freunde namens Wow Wow. Na komm. Oh Scheiße, ich muss noch. Ja, komm, egal. Was ist mit denen los? Die haben gar keine Lust. Jetzt fällt dir aber spät auf. Das fällt dir spät auf, mein lieber Freund. Gehen wir hier runter. Dadurch, dass wir die Schleuse geöffnet haben und wir eben jetzt hier wieder durchlaufen können, weicht das Wasser, das da drin war. Und es bildet sich so ein kleiner Wasserfall, der sich gleich über der Zeit fällt und der Aufzug geklaut werden. Art von Wasserfall und dahinter versteckt sich was. Da müssen wir hin. Deswegen haben wir jetzt. Komm, lass uns. Da ist er. Ja, das ist ein bisschen. Das
deswegen haben wir jetzt hier diesen zweiten Aufzug sozusagen in Betrieb gesetzt, damit wir diese Schleuse wieder schließen können. Denselben Weg hätten wir jetzt noch gehen. Jetzt sehen wir wieder eine Karte. Gucken, wir sind jetzt noch fein. Wie komme ich denn hier vorbei? Wir testen es einfach mal. Normalerweise erhält so ein Hund ja 4 bis 5 Pistolenschuss aus. Revolver, das tut mir jetzt im Herzen weh, aber was soll's. Der befindet hier uns auch lustigerweise auf dem Aufzug in Sicherheit. Ja, das scheint sich zu langweilen. Wir werden jetzt aber die Pistole nehmen. Wie ihr seht, hat der andere. Ah, das war schon der 4. 5. Ja, sag mal. Zu viel Schuss habe ich auch nicht. Schuss haben wir nicht. Ja, den anderen höre ich auch schon wieder laufen. Ja, komm. Ich hoffe, der wird jetzt nicht anknabbern. Ah, scheiße. Was ist das? Sehr schön. Jetzt steht hier wieder das Wasser. Wir fahren mit dem anderen Aufzug nach unten. So, jetzt hoffen wir mal, dass dieser Köter. Ah, okay, der ist auf der rechten Seite. Dann gehen wir mal. Oh. Ah, genau, rechts. Gehen wir mal schnell an dem vorbei. Da hinten befindet sich noch ein grünes und ein rotes Kraut. Die werden wir nehmen, die blauen, die brauchen wir nicht. Ist übrigens auch interessant. Die zweite Schlange, die hat uns zwar gebissen, allerdings hat sie uns nicht vergiftet. Ah. Was heißt zweite Schlange? Das war ja immer noch dieselbe. Kombinieren. Ja, will ich. Werde ich jetzt nicht gleich einsetzen. Komm, wisst ihr was? Wir nehmen jetzt noch ein blaues hinzu. Dann haben wir alle 3 Kräuter. Ein Papier oder wie auch immer. Und das wird zu 2 braunen Häufchen. Das gibt jetzt volles Leben und halt eben auch Gift. Besser geht's eigentlich gar nicht. Ach komm, geht in den Aufzug. So, und was uns hier in den düsteren Gemäuern erwartet, das erfahren wir in der nächsten Folge.